Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Herzlich willkommen nochmal zum Wort zum Freitag heute aus unserem Studio. Alhamdulillah. Wir wollen ja immer einige aktuelle Themen kurz ansprechen zum Wort zum Freitag. Und dass man trotzdem danach auseinandergeht, ohne sich den Schädel einzuschlagen. Und das ist gut für dich. Viel Spaß bei dem, was wir jetzt erzählen, inshallah. Das heißt für den normalen Mensch, inshallah. Brüder und Schwestern, lasst euch keinen vom Pferd erzählen. Als allererstes, wenn man gläubig ist, wenn man wirklich Muslim ist, dann ist das genauso, als wenn du ein Benzinauto Diesel reintankst. Wir müssen selbstbewusst sein und auch besser als der Golf GTI. Weil vor dem Islam gab es auch diese Schändlichkeiten. Ja, und hier werden zig solche Beweise genutzt. Und all so ein Schwachsinn. Aber der Muslim hat damit keine Probleme. Der Muslim sagt sich, ist der Arsch im Himmel oder auf der Erde und lässt sich einen Bart wachsen. Das ist eine Eigenschaft der Gläubigen, die der wahren Bedeutung widerspricht. Allah sagt in vielen Stellen im Koran, dass er am Ende aus der Hölle rauskommen wird. Das heißt, es geht weiter mit Weisheit und schöner Ermahnung, damit der Mensch von dieser Sache abgeschreckt wird. Und da hat man dich schon wieder angelogen. Guck mal. Herpes ist zwar nicht so berühmt, aber ist auch eine Geschlechtskrankheit. Aber was haben die Schwulen gesagt? Die haben gesagt, hey, wir müssen es akzeptieren. Das bedeutet so und so und so und so und so und so. Aber das ist das Problem, dass es hier in den nächsten 10 Jahren zu einem Blutbad an den Muslimen kommen wird. Aber lasst euch keinen vom Pferd erzählen. Und ich sage hier nur die Wahrheit, die zum Hass gegen Muslime führt. Und das ist der größte Nutzen, den wir haben. Und was ist jetzt die Lösung? Im Islam gibt es immer eine Lösung. Die Lösung ist ganz einfach. 100 Peitschenhiebe gibt es dafür. An zahlreichen Stellen, wo der Islam verteidigt wird. In der Kneipe. Mit der Flasche Bier in der Hand. Und Essen, was im Hals Würgen hervorruft und schwere Strafe. An die müssen wir glauben. Jetzt fragt sich natürlich jemand, was ist mit dem Heiligen Geist? Das kann man genau sagen. Und dies gilt übrigens für Frauen und Männer. Deswegen, Brüder. Allah kommt jede Nacht und hat Angst, dass sie sagen, ja stimmt, dann kommt durch den Geist im Koran, steht gar nichts da drin. Und an anderer Stelle steht auch, Allah schwört beim Nachmittag. Allah ist der Einzige, der unten breit war und oben eng, weil er hingefallen ist. Also, und dann kamen die Gedärme raus. Und was sieht man in der Praxis? Nichts. Weil vor dem Islam gab es auch diese Schändlichkeiten. Das ist das Problem, weil es immer irgendwelche Leute gibt, die einem einen vom Pferd erzählen. Das ist der größte Nutzen, den wir haben. Aber richtig im vollen Umfang ist natürlich, wenn man sagt, wir müssen selbstbewusst sein, um die Ehre wiederherzustellen. Der Westler beispielsweise, sage ich jetzt mal, und ich sage ganz deutlich, wörtlich gesagt, von der Sprache her. Nächster Punkt ist, Allah hat gesagt, dass die Schwerheit einer Schwester aus Österreich, die zum Hass gegen Muslime führt, immer so einen gewissen Hang hatte, so, dass es hier in den nächsten 10 Jahren zu einem Blutbad an den Muslimen kommen wird. Aber richtig im vollen Umfang ist natürlich, wenn man sagt, dieser Maßstab ist der richtige Maßstab. Und genauso ist das mit den gottesdienstlichen Taten. Weil das Problem ist, man sieht die Schandbarkeit. Und nicht nur, dass der Hase wiederkäuer ist. Ja, ja, jedenfalls, wie ein Mann also Unzucht begangen hat, schon mit einem Mann geschlafen hat, damit man weiß, wie schlimm diese Sache ist. Um die Ehre wiederherzustellen. Und was sagen wir? Ja, 100 Peitschenhiebe gibt es dafür. denn wir sind eine barmherzige Religion und wir wollen für jeden Menschen das Beste. Aber alle anderen Wege führen in die Hölle. Deswegen, Brüder. Allah sagt in vielen Stellen im Koran, in Sure 25, Vers 68 und 69, sinngemäß. Die Sina ist schlüpfrig. Und da freut sich der Mann drüber und da freut sich die Frau drüber. Ja, und deswegen müssen wir den Unterricht jetzt erstmal beenden. Brüder, gibt es auf. Allah sagt im Koran, in Sure 25, Vers 68 und 69, sinngemäß. Dort steht, die Muschi ist schlüpfrig. Ist doch wunderbar. Ja, ne?
Inshallah. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, wie gesagt, lasst euch keinen vom Pferd erzählen. Ja, das sind die Worte, die ich sage. Möge Allah mir die Kraft dazu geben. An die Arme, zack, zack. Mama, 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 mama